Moin und willkommen zu meinem neuen Video von mir. Hier mein Fazit über die Bess No Kopfhörer Modell i53. Die gibt es in grün, aber die haben einen super Klang. Ich würde sagen, nach dem Intro erzähle ich mehr. Ja, die haben einen sehr, sehr guten Klang. Also ich kann mich nicht beklagen. Gut, ist mir klar, jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse. Wie gesagt, die gibt es nur in grün, sind aber, wie gesagt, die Farbe ist ja nun völlig uninteressant. Also die fühlen sich, wie gesagt, sehr gut an, sehr weich und haben einen schönen, satten Klang. Ich habe das jetzt bei Musik getestet. Längere Zeit, bin auch unterwegs damit gewesen. Telefonieren geht auch wunderbar. Eine schöne, klare, deutliche Stimme. Man versteht mich auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich ein paar Videos mir angesehen, so wie Top Gun oder wo auch richtig, ja, wenn da was explodiert, so ein dumpfer Ton dabei ist, ist es schwer zu erklären. Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und für den Preis finde ich das echt gut. Und wie gesagt, was ich auch sehr gut finde, ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Wie gesagt, man sieht den Ladezustand. Man sieht, dass beide Kopfhörer geladen werden, also die Entschuldigung. Man kann sich auch mal verhaspeln. Aber wie gesagt, die sind richtig gut. Wie gesagt, fühlt sich sehr leicht an. Und ja, und wie gesagt, schon gleich USB-C. Finde ich auch sehr, sehr gut. Den Klang kann ich leider nicht so rüberbringen oder ist etwas schwierig. Aber ich wollte das nochmal auf diesem Wege gerne mitteilen, dass die richtig, richtig gut sind. Ich weiß nicht, ich komme mal nochmal dichter ran. Es wird auch sehr schwer zu sehen. Hier steht einmal links, einmal hier steht rechts, also R und L. Also finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Und sind auch sehr empfindlich. Und ich kann auch ganz normal, wie bei den AirPods von Apple, wenn ich über meine Uhr die Musik steuern will, sehe ich das alles. Das ist richtig gut. Also das ist echt gut. Sehr schön. Also 5 Daumen hoch und dann ja nochmal vielen Dank an die Firma und dann würde ich sagen, dann soll es auch hier gewesen sein. Bis dann, euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, euer TechDave.